Freigeklettert. Das heißt, wir sind an der Felsoberfläche, haben uns festgehalten und sind aufgeklettert. Aha. Ja, aber so wegen Schlag habt ihr schon, oder? Nein, es macht Spaß. Also es macht total viel Spaß einfach. Deswegen machen wir es auch. Ja, ja, aber ich meine, andere Dinge machen auch Spaß, ne? Aber, ja, zum Beispiel, wer von euch ist der Speedkletterer? Ja, Speedklettern, das tun wir miteinander. Miteinander? Da habe ich auch gedacht, ich habe mich gewundert, ihr seid an einer Granitfelswand, also das war jetzt nicht da in Pakistan, sondern in Kalifornien, seid ihr an einer 1000 Meter Granitfelswand, wo andere Kletterer. Da waren wir jetzt im Gipfel. Wo andere 3 Tage lang klettern, das wolltet ihr in 2 Stunden und 40 Minuten schaffen, ja? Ja, und 45 haben habt wir geschafft. Und wenn ihr Claudia Schiffer im Bett habt, sagt er auch, das schaffe ich in 2 Minuten, oder? Brauche ich aber nicht. Ein Schiffer brauche ich nicht was, im Bett. Also. Was? Na, du bist der Verheiratete? Ja, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Es war ja immer sehr schön, was ich gelesen habe. Er ist der Physiker, ne? Der Analytiker, der nüchterne, sachliche und er ist der planlose Chaot. Ja, ich und der hat auch 3 Kinder, ne? Ja, ja, ja. Schöne Kinder nur obendrein. Ja, fleißig, aber unaufmerksam. Ne? Ja. Ja. Aber Gott sei Dank. Bist du nicht verheiratet oder hast du gebunden? Gebunden schon soweit, aber das ist immer alles so schwierig. Aber nicht so viele Formalitäten, es ist ähnlich wie mit der Wahl, dann kommt man sich nicht aus. Und dann ist es einfacher so. Nicht zugebunden, ja. Ihr habt, schmeckt es? Ach so, Entschuldigung, wir haben es auch noch gar nicht. Ich probiere das einmal. Ja, probier das einmal. Nein, ich trinke das nicht. Das ist wieder der Analytiker, der denkt, was ist da drin? Ja. Und der Chaot, der sagt, Hauptsache flüssig. Ne? Ja. Prost. Prost. Ich habe es getrunken. Also ich bin jetzt wirklich sehr, sehr stolz. Ich will auf Wissen, dann kriege ich was Gescheites. Ja, geh ruhig. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ne? Das Wichtige beim Klettern ist ja, das Überwinden der Angst und dieser Wille. Dieser absolute Wille. Und einer von euch hat mal gesagt, wenn man dann da so hängt an der Wand, gibt es keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, es gibt nur das Jetzt. Ja. Das ist das Prinzip auch von Merkels Wahlkampf. Ja? ist es dann diese absolute Konzentration? Also, du hast gesagt, der stärkste Muskel des Kletterers ist das Gehirn. Ja, das ist bestimmt, aber wir haben diesen Spruch von unserem größten Idol, der unter anderem auch die Route am Nameless Tower erst begangen hat. Der lebt ja leider nicht mehr, das ist der Wolfgang Güllich. Ja. Der hat das damals geprägt und wir haben das jetzt weitergetragen. Und sagen das eigentlich immer, weil klettern kann ja jeder, aber wirklich Spitzenleistungen bringen, da muss man wirklich im Kopf stark sein, also mental. Ja. Und da gibt es welche, die haben eine brutale Kraft und die kriegen es einfach nicht am Felsen. Aha. Und da machen wir Junge einiges vor, aber dann, wenn ich am Felsen bin, da kann ich mich so richtig hinsaugen und ja. Also kann man übers Gehirn Kräfte mobilisieren, die man eigentlich sonst nicht hätte. Ja. Also das heißt, jemand, der eigentlich stärker ist als du, größere Oberarme. Ja, ich dachte einfach nur, du setzt es besser um. Das ist einfach mit dem, dass du Erfahrung, Technik, Taktik hast, setzt es du besser um und bringst es besser am Felsen ran. Aha. Weil letztendlich kannst du der stärkste Mann der Welt sein, wenn du nicht draufkommst, kommst du nicht drauf, dann bringt es nichts. Also der Arnold Schwarzenegger hätte überhaupt keine Chance, zum Beispiel. Also meint, der wäre viel zu schwer oder so, oder Bodybuilder, der hätte viel mehr Kraft wie ich. Ja, der hat viel Kraft, wie aber einen schwachen Muskel im Gehirn wahrscheinlich. Und das ist dann eine Sucht, oder? Wenn man das ist ja auch Adrenalin, oder was man da ausstößt. Ja, der Grund, warum wir das einfach machen, also daheim ist einfach Alltag. Ich meine, daheim ist schon auch schön, aber wir freuen uns, aber wir freuen uns immer wieder mal, dass wir auf Expedition gehen und was Neues erleben. Und das ist wirklich das Abenteuer, an die Grenzen zu gehen. Also, müsst ihr dann immer trainieren vorher? Habt ihr, weil ihr seid ja nicht operiert, oder? Nein, also bis jetzt noch nicht, aber ich habe mich vorher schon unterhalten, wie das so wäre. Also, jünger wäre ich auch nicht. Ja. Nein, ich stehe zu meinem Alter. Ja, käme es für euch in Frage? So eine Mangnase? Ah, schön. Schön? Der Analytiker wird zweimal. Du hast ja noch keine Frau, ne? Ja, also mein Sohn ist jetzt auch nicht. Also wie gesagt, wenn man nicht verheiratet ist, heißt das nicht, dass man noch keine Frau hat. Ich meine, ein paar Jahre sind jetzt schon in die Jahre gegangen. Also in unserer Gesellschaft, das geht halt so auch. Ja, ich verstehe zwar kein Wort, aber du hast sicher recht.
muss ich noch auf das Buch hinweisen. Das ist ein Buch, wo man die beiden Wahnsinnigen. Das ist der doch, Alexander. Das, ein das ist Alexander. Das ist, wo, mehr Zeit zum Buch wo der Wahnsinnige, zeig das mal bitte, wo dieser Wahnsinnige da oben am das Fels ist ja hängt. Der Stefan Klobatsch. Ach so. Da habe ich jetzt gerade das Falsche rausgegriffen. Ja, jedenfalls. Das ist, das, was? Ja, das war der Alexander. Ja, also kaufen. So. ihr wollt Dinge machen, die vor euch noch keiner gemacht habt. Was steht jetzt als nächstes an? Was ist der große Traum? Ja gut, rein prinzipiell haben wir jetzt gerade mal von Pakistan heimgekommen. Ja. Da haben wir jetzt genügend Beschäftigung gehabt, dass wir da an die Taliban vorbeikommen und wieder gesund nach Hause kommen. Wir haben die Sache schon abgeschlossen und ja, ein bisschen mittelfristig haben wir schon Planung. Es geht dann im Januar, Februar mal nach Patagonien, aber ganz ehrlich gesagt, jetzt sind wir mal froh, dass wir daheim sind. Das war auch ein Riesenprojekt, so ein Buch rauszustimmen über das Frisolo-Klettern und da bin ich auch mal froh, dass wir das so weit über die Bühne gebracht haben. Macht ihr jetzt wieder die Dia-Shows und noch reist, macht Vorträge, davon lebt ihr ja dann auch und finanziert die Touren. Ne? Ihr macht auch Motivationsseminare, habe ich gehört. Ja, für Firmen. Das sind dann einfach die Vorträge. So, ob ich jetzt Vorträge fürs Publikum mache oder für die oberen 10.000 für irgendwelche großen Firmen. Das ist letztendlich immer so gesehen die gleiche. Aber du musst die Leute im Band ziehen, du musst es faszinieren und nur dann funktioniert das Ganze. Also trotz Krise läuft das eigentlich momentan sehr gut bei uns. Also sie buchen uns. Also, besser denn je wahrscheinlich. Ja, jetzt wahrscheinlich. In der Krise muss man den stärksten Muskel ja mal wieder ein wenig anstrengen. Ne? Wobei ein Thema definitiv in der letzten Zeit immer ausgeklammert wurde, nichts über Risiko und Risikomanagement erzählen. Aha. Gerade wenn es bei Vorträgen bei Banken gegangen ist, da ist das ein ganz heikles Thema momentan. Da haben sie Schiss vom Absturz, die Kameraden. Gell? Ja. Sehr schön. Ihr habt mal gesagt, dass tatsächlich viele Kletterer über einen merkwürdigen Sport zum Klettern gekommen sind, nämlich das Biertischklettern. Ja, in Berchtesgaden ist das. Biertischklettern. Und das wollten wir jetzt mal ganz kurz vorbereiten, weil das müsst ihr mir mal zeigen. Könnt ihr mal bitte diesen Tisch kurz freimachen, bitte? Ja? Ganz schnell mal freimachen. Einfach alles weg und an den Tisch mal rauf. Dankeschön. Ne? So, Biertisch klettern. So. Und ich kann mir das jetzt. Soll das so machen? Machen wir das weg. So, das könnt ihr dann haben jetzt, ja? Bitte mal, wie geht. Wie das geht? Ich mach's dir mal kurz vor. Also, schwer ist nicht, Bank halten. Einfach mal schnell die Bank halten. Ja. Da sitzt man einfach auf den Tisch und dann geht man da unten durch. So. Und so. Und wieder auf. Also, einen Schlag habt ihr schon. Einen Schlag habt ihr schon. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war. Ich würde es machen, aber leider habe ich jetzt gar keine Zeit mehr. Ja? Das war's nämlich. Das war Betsy und Elzig. Das war. Also wie? So, auf den Bauch legen? Auf den Bauch. Wo gehst du? Nein, hör mal auf. Das war Betsy und Elzig. Mit meinen Gästen die nächste Sendung, ihr spinnt ja ein wenig, ja? Die nächste Sendung am 29. Oktober hier in der ARD, dann unter anderem zu Gast der Münchner Erzbischof Reinhard Marx. Und jetzt gehen wir erstmal wählen, bitte wählen Sie. Es war noch nie so spannend bei dieser Koalitionslotterie, oder? Man weiß nicht, alles ist möglich. Das Richtige. Beim nächsten Mal vielleicht zu Gast Bundesaußenminister Guido Westerwelle und Bundeskanzler Oskar Lafontaine. Ja? Gute Nacht. Danke. Und Alexander Huber. Danke.